Jo, servus liebe Souls-like-Freunde und herzlich willkommen hier beim Elden Ring Dungeon Walkthrough. Ja, in dieser Folge schauen wir uns die Hainhöhle an. Die Hainhöhle ist auch noch ganz am Anfang. Wir sehen, wir sind hier an der Kirche Ele, wo der Händler Kalle sitzt, ne, der weihnachtlich gekleidet ist. Und gleich hier oben ist die Hainhöhle. Und dort begebe ich mich jetzt hin und dann sehen wir uns dort gleich wieder. So, liebe Freunde, wir sind bei der Hainhöhle, wir stehen direkt davor. Hier sind die ganzen Ritter. Ich ignoriere die jetzt. Gehe hier rein. Und hier ist dann auch unser Ort der Gnade. So, wir gehen hier rein. Ich mache mal meine Lampe an. Denn das ist alles relativ dunkel hier drin. Und wir bekommen es hier mit jeder Menge Wölfen zu tun. Hier heißt es jetzt, wir pirschen uns hier ein Stückchen ran. Und gucken, dass wir hier wirklich nur einen aufscheuchen. Bestenfalls, wenn keiner kommen will. Ja, er hier. Hat er uns jetzt gesehen? Nein. So, in der Regel sieht er uns. Und wir gucken, dass wir ihn jetzt mal anschießen. Ja, gut, wir haben ihn umgehauen. Alles klar, majestätisch. So, und dann schießen wir auf die anderen auch. Und er kommt jetzt noch hier oben. Ja. Die absolute Vorsicht. Wir wissen, Hunde und Dark Souls ist nicht ganz ohne, denn insgesamt warten hier 7 von diesen Wölfen auf uns. Und wir wollen es auf keinen Fall mit allen gleichzeitig zu tun haben. So, wir sehen, ne, es kommen hier immer, kommen immer noch hier oben. Wir warten einfach ab, bis die kommen und hauen die dann um. So, das war's erstmal. Hier haben wir auch wieder eine Möglichkeit, um Höhlenmoos zu farmen. Ne, Herstellungsmaterialien. So, wir laufen hier ganz normal weiter. Nehmen dieses Höhlenmoos. Und Achtung, hier sitzt jetzt noch einer. So, wir gehen hierher. Lassen ihn vor Schild springen. Und geben ihm einen kritischen Schlag. Oder einen Abwehrkonter quasi. So, hier haben wir jetzt nochmal einen. Wir springen hier runter. Hauen ihn um. Und haben dort den weiteren Wolf. Boom. Erledigt. Und tot ist er. So, jetzt können wir ganz in Ruhe hier alles aufsammeln. Haben hier einen Glühstein. Und haben hier jede Menge Silberwürmchen. Haben hier jetzt nochmal eine goldene Rune. Stufe 1. Hier nochmal Höhlenmoos. Noch ein bisschen Fleisch von den Wölfen. Mahlzeit. Nochmal Höhlenmoos. Und haben hier ein weiteres Item. Ein gesprungener Topf. Richtig, richtig cool. Damit lassen sich Brandbomben herstellen. So. Das war im Prinzip die Höhle. Und hier entlang geht es jetzt zum Boss. Ja, also eine sehr, sehr kleine Höhle. Aber diese Höhle, die gibt uns schon mal, vor allem der Boss, einen Vorgeschmack auf Elden Ring, was so auf uns zukommt. Denn dieser Boss ist nicht ganz ohne. Das ist Bestienwesen von Azula oder so. Und wir gucken mal, dass wir diesen Viech Herr werden. Wir durchdringen den Nebel. Und dann Bestienmensch von Farum Azula. Genau, so hieß er. Wir werden ihn noch als normalen Gegner kennenlernen. Und wir sehen, er haut uns hier richtig die Ausdauer weg. Ja. So, aber er ist anfällig auf Abwehrkonter. So, wenn wir ihn 2, 3 Stück verpasst haben, haben wir seine Haltung durchbrochen. Und ansonsten können wir ihn auch backsteppen, majestätisch. Deswegen versucht immer hinter ihn zu kommen. Und plant eure Abwehrkonter ganz gut. Ja. So, jetzt ist er uns rausgesprungen. Der kleine Sack. Ja, fehlt die Reichweite. Und ihr seht, was er auch für Reichweite überbrückt. Ne? Also. So, bei diesem Schrei aufpassen, da reißt er uns jede Menge Ausdauer runter. So. Ich stelle mich heute aber auch richtig, richtig gut an. Ja.
So, wir geben ihn nochmal an. So, Ausdauer regenerieren. Und das war's. Bestienmensch von Barum Azula ist Geschichte. Wir bekommen Flammendrachentalisman. Richtig, richtig gut. Das erhöht unsere Feuerresistenz. So, ansonsten gibt es hier nichts weiter. Wir könnten hier jetzt wieder das Dungeon verlassen. Und haben damit auch die Hainhöhle erledigt. Richtig, richtig cool. Der Boss macht schon jede Menge Spaß. Und das Coole hier an den ganzen Dungeons ist, ihr könnt die im Koop immer wieder spielen. Ganz cool, um die Bosse zu üben und mit eurem Kumpel zusammenzuspielen. Hierfür müsst ihr nur am Anfang der Bosse, am Anfang der Dungeons, immer an diese Statuen gehen und können dann dort eure Kumpels beschwören und dann die Dungeons nochmal durchlaufen. Tja, in diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und eventuell auch ein Abonnement. Und ansonsten würde ich sagen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.